Hallöle, meine lieben Poddogs, und ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es wunderbar. Und ich würde sagen, wir starten hier mal wieder mit Astroneers. Heute mal mit Sound, tatsächlich, ne? Glaubt man kaum. Letzte Folge über den idyllischen Sound geredet, gab gar keine Musik. Heute gibt es Musik. Und allgemein Game Sound. Was das Ganze natürlich viel angenehmer macht. Wir hocken hier noch in unserer Kapsel. Bisschen gemütlich haben wir es uns da gemacht. Und ich würde sagen, legen wir einfach direkt los mit der Forschungsexpedition, geht's weiter. Unser Rover konnte schön tanken. Über die paar Stündchen, wo wir weg waren. Starten wir mal rein direkt. So, Forschung wollten wir holen, ne? Aber man merkt, das Spiel, es rendert noch recht spät. Darüber haben wir, glaube ich, schon das letzte Mal auch geredet. Aber das stört uns ja nicht weiter, da wir sowieso jetzt direkt in die Höhle reinfahren. Und uns dort die Forschung rausholen, damit wir überhaupt was weiterbauen können. Denn momentan haben wir so ziemlich alles gebaut, was wir bräuchten. Natürlich können wir noch ein paar unnötige Sachen bauen, aber das ist jetzt auch nicht der Sinn. Ist der Hänger noch da? Ja, da ist er. Hier war Stopp, ne? Dann fahren wir einfach mal hier entlang. Hier sieht es nämlich schön clean aus. Clean AF sieht es hier aus. Fahren wir mal hier hoch. Das läuft ja wie am Schnürchen momentan. Und dann würde ich sagen, steigen wir hier mal aus. Saugen hier mal ein bisschen was raus. Da haben wir schon die erste Forschung. Ich meine, von den vier Forschungen, die wir da mitnehmen, den Rest laufe ich mal vom Weg, falls es überhaupt was gibt. Bei den ganzen Sachen muss es ja was geben, was uns weiterhilft. Aua. Der Pupskaktus. Schmeißen wir erstmal dahin. Dann nehmen wir noch die Forschung hier mit, die hier ganz, ganz unauffällig an der Wand ist. So. Na? So gehen wir hier voran. Stück für Stück. Und uns fehlt noch eine Forschung. Ich würde sagen, für die fahren wir dann zurück. Na, gehst du dran? Ja, gehst du dran? Ja, okay. So. Ab rein da in unseren Rover. Der Rückwärtsgang wird reingeprellt. Na, so. Da drüben ist noch eine Forschung. Nicht da reinfallen. Dankeschön. Denn die Folge mit dem Graben hatten wir jetzt schon hinter uns. Würde ich ungern wiederholen. Die war ziemlich ekelhaft. Haben wir da schon alle Forschungen mitgenommen? Echt? Haben wir so viel geforscht, nichts mehr rausbekommen? Das ist ja richtig ärgerlich. Aber okay. Ich habe da vorher noch Portal Knights aufgenommen. Bin jetzt hier noch ein bisschen Portal Knights drin im PvP-Ding, aber das gibt's ja gar nicht, ne? Ja, PvP meine ich. PvM, wie man es auch nennen will. Und das ist zu steil, ne? Da müssen wir jetzt mal uns bei Range Rover beschweren gehen, was die uns da für einen Dreck verkaufen. Kurzen Hate an Range Rover. Wobei ich die Autos echt nicht schön finde. Aber war natürlich nur Spaß. Findet ihr Range Rover hübsch? Ich meine, die sehen ja, die sehen halt, ich weiß nicht, die sehen nicht bosshaft aus, die sehen nicht elegant aus. Ich bezweifle, dass die was auf dem Gelände können, weil eigentlich kein modernes Auto mehr was auf dem Gelände kann. Da reißen immer die Federn durch und was weiß ich, was die alles für Probleme schieben. Und deshalb bin ich einfach kein großer Fan von solchen Wagen. Aber allgemein von neuen Geländewagen gar nicht. Dazu ist Range Rover, glaube ich, noch recht teuer, oder? Kann das sein? Komm, noch ein kleines Stück. Und komm, wir haben es doch jetzt geschafft. Tatsächlich haben wir es geschafft. Das ging ja recht flott hier, die Feuerforschung. Aber das muss ja auch jetzt mal flott gehen. Wir wollen ja vorankommen hier. Das ist ja hier mehr Glück als Können. Was hier bei Astroneers momentan am Laufen ist. Oh, da dopst es aber hinten rum. Wenn die Federn da noch standhalten, würde mich wundern. Und jetzt ist auch noch Nacht, also hoffentlich können wir forschen. So, parken wir hier mal. Ganz elegant. Guck mal, komm schon, komm, 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 komm. Titan.
Juhu. Wir haben Titan. Machen wir hier mal Energie dran. Dann können wir nämlich hier alles forschen. Bitte kein Erz, bitte kein Erz, bitte. Ich habe die Augen zu, bitte kein Erz. Und Kohle. Haben wir einen Generator? Ich meine, können wir uns wenigstens mal einen Generator bauen? Dann haben wir wenigstens irgendwas davon. Das saugt hier gerade die Energie auf. Aber ich glaube, wir haben keinen Generator. Treibstoffkondensator. Achso, der pumpt das jetzt voll. Okay. Okay, 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 okay. Generator Kupfer. Haben wir Kupfer? Lithium. Warum ist hier Lithium zum Teufel? Ist das hier hinten Kupfer? Aluminium natürlich nur. Ah, das passt hier. Passt hier gerade gar nichts zusammen. Hier ist nur Aluminium. Komm, lad dann mal schneller. Machen wir noch die letzte Forschung. Und dann gehen wir mal Kupfer und Forschungen holen. Hatten wir nicht vier Forschungen? Ah, das ist doch die dritte. Okay. Das ergibt dann Sinn. Was soll das? Warum tun die das? Das ist normal. Müsste hier das doch jetzt Energie geben, oder? Nicht blöd? Könnte natürlich auch sein. Pumpen wir mal wieder rein hier. Was? Ich dachte eigentlich, das gibt ein bisschen, aber... Ja, gar nichts. Hier haben wir Lithium. Machen wir uns doch hier mal eine dicke, dicke Batterie. Damit wir auch für die Nacht genug Speicher haben. Und Der Drucker. Das ist ein 3D-Drucker einfach. Den könnt ihr euch im Mediamarkt kaufen. Das hier ist die Batterie. Schließen wir einfach hier an. Und wie sieht's hier aus? Ah, die Sonne kommt raus. Kann das sein? Ja, die Sonne kommt raus. Von da drüben, die Solarpanel. Biegen sich ja immer dahin. So wie es auch sein sollte. Und dann fangen wir jetzt mal an. Und? Das ist doch gerade dein Witz, oder? Ist das ein Witz oder ist das ein Witz? Das ist ein Witz. Also wenn das ein Witz ist, dann ist er nicht witzig. Oder hört ihr mich... Hört ihr mich lachen? Nee, ne? Die Verbindungen nehmen wir natürlich mal mit. Das Harz können wir auch erstmal hier lassen. Ach, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das Ding ist, wir müssen immer tiefer in die Höhle rein. Dann gehen wir mal in die Höhle hier rein. Ah, hier leckt es mal wieder so ein bisschen, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Egal, ob ich aufnehme oder nicht. Es leckt beim Rendern halt einfach, weil... Ich weiß nicht, das Spiel rendert einfach extrem spät. Düsen wir hier rein. Hier haben wir noch gar keine Verbindung gebaut. Kommen wir da nochmal raus? Komm, komm, komm. Komm, du Rover. Ja, schön gemacht. Autsch. Nee, 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 nicht darunter. Ach, schau mal an. Haben wir schon Forschung rausgeholt? Ich glaube, hier habe ich nur ein bisschen gefarmt, oder? Malachit brauche ich auch. Gut, ich grab die hier schon mal aus, die Forschungen. Dann muss ich die später nur noch mitnehmen. Und gehe dann... Ach, guck mal, hier haben wir doch. Schon vier Stück haben wir. Aber wir dürfen natürlich das Malachit nicht vergessen. Ist da hinten was? Sieht der nicht so aus? Joggen wir mal in die andere Richtung. Jog, 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 jog. Ah, müssen wir jetzt hier kämpfen. Haben wir natürlich wie in Portal Knights gar kein Problem für uns. Skilled as fuck. Also haben wir jetzt schon 7 Forschungen. Aus der Höhle. Lass mich in Frieden. Danke. Bisschen rumsliden. Und ein bisschen kämpfen. Ne? Wollt ihr auch mal umfallen? Dankeschön. Nein. Hier sind 8 Forschungen. Also haben wir schon mal 2 Trips gesichert, im Prinzip. So, aber jetzt sind hier meine Verbindungen ausgegangen.
Aber da vorne ist schon mal... Ach, hallo. War ich hier schon mal? Was? Zum Teufel? War das? Was zum Teufel war das? Jetzt macht ihr das Spiel spacken. Also, ich... Jetzt bin ich richtig traurig, dass ich keine Facecam an hatte. Denn, meine... Also... Ihr hättet da mal jetzt meinen Blick sehen müssen, ne? Und was ist denn das jetzt? Warum macht ihr hier denn den Moonwalk? Hallo? Lieber Astronaut. Was hast du da in deiner Hand? Tut dir irgendwas weh? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Laufen wir mal rückwärts. Vielleicht, wenn wir hier mal ganz kurz einsteigen. Tap. Der will nicht einsteigen. Ich würde halt ganz gern speichern. Na komm. Komm. Noch ein Stück. Können wir vielleicht hier einsteigen? Jetzt läuft er. Ah. Okay, wir haben es wieder geregelt. Was war das denn? Also ich habe DY gelesen. Ich dachte irgendwie, was ist das? Ich habe jetzt die Vermutung, dass es Dynamit heißen könnte. Und die Explosion stimmt mir da im Prinzip nur zu. Allerdings, ich wüsste nicht, das war ja, das muss ja meine Leiche gewesen sein. Oder gibt es jetzt irgendwie, haben die da noch was eingefügt? Gab es hier irgendeinen Patch? Dass jetzt einfach random Sachen rumliegen und da ist Dynamit drin verstaut und dann macht's puff, pam, pum und dann sind wir alle tot oder was? What the fuck? Was war das denn? Heilige Scheiße, Alter. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Es ist ja ein verdammt großer Krater auch noch, ne? Sauerstoff. Also, ah nein, nein. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Von wo kommt denn das? Ah, von da drüben. Wir haben die Quelle gefunden. Na komm, mach's doch hier rein bei mir. Dankeschön. Batterie. Das muss von einem Fremden sein. Nur von welchem Fremden ist das? Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Das Rätsel... Können wir das Rätsel lösen? Upsala, dass ich da immer die ganze Zeit draufkomme. Könnt ihr mir da helfen, dieses Rätsel zu lösen? Wollen wir auf die Suche gehen nach Freunden oder Feinden? Vielleicht war das eine Falle. Vielleicht war das auch eine Warnung. Vielleicht war das auch ein Astronaut und er wurde einfach kaltblütig ermordet. Alles ist möglich. Auf einem Planeten. Unter solchen Konditionen. Die Dinger sind aber auch neu. Heilige Scheiße, was war das denn? Was passiert denn da bei denen? Okay, passiert... Nee, was passiert da? Gar nichts. Okay, Energie schmeißen wir mal ein bisschen weg. Denn wir brauchen Kupfer. Zwei Stück. Wenn möglich. Aber nur wenn möglich. Macht ja nicht zu viel Stress. Zwei Malachit, das reicht uns. Und vier Forschungen haben wir auf jeden Fall. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, dass wir einfach von Dynamit umgebracht werden. Hier ist der Pupskaktus. Ich bin gerade. Ich dachte, das Spiel wäre irgendwie friendly und jetzt werden wir hier eiskalt ermordet zweimal hintereinander. Erst von Pflanzen, erst von irgendeinem, von einer fremden Leiche, wo Dynamit dabei war. Wenn man es anfasst, explodiert es. Ich habe noch gedacht, was ist das? Und man macht's boom. Und dann ein Pupskaktus,
der anscheinend mit so einer Wucht einen Furz abgelassen hat, dass einfach. Dass ich mir einfach. Dass ich im Prinzip auch implodiert bin, ja? Kann man so sagen. Das kann man so sagen, ja. Das würde ich so unterschreiben auch. Komm. Das machen wir jetzt hier ganz fix, weil, ich war jetzt, glaube ich, die halbe Folge jetzt schon tot. Und wir wollten ja die Forschungsexpedition schnell zu Ende bringen, ne? Na, aber das sieht aber nicht so flott aus, mein lieber Philipp. Das tut mir aber auch leid, ne? Müsst ihr mir glauben. Würde ich ja niemals für extra machen. Natürlich nicht. Wo sind jetzt die ganzen Forschungen? Waren die erst da drüben? Muss ich jetzt alle mitnehmen? 4 Stück? Da war eine? Die lagern wir erstmal alle wieder da vorne. Ich denke mal, dass es so schneller geht. Hopp, gib her. Komm. Und wenn aus der Pups, wenn aus dieser Pups-Kakteen da nichts Gescheites rauskommt, ja, dann rotte ich die komplett aus, ne? Dann hole ich mir dann einen Pupsjäger, ey, und also ich sprühe die einfach mit Febrés ab. Bis die ersticken, die Teile, ja? Bis die Fürze alle verschwunden sind. Schauen wir mal. Dann bringen wir das Ganze jetzt mal zurück zur Basis. Nach unseren zwei Toten.